So, willkommen auch auf YouTube zu meinem Single Let's Play. Ich hoffe, das läuft alles ganz gut. Ich habe ganz übles Rauschen beim Sprechen. Da wollen wir mal gucken, ob das Rauschen hier mit beendet ist. So, ist das Rauschen jetzt weg? Dann ist das die Klimaanlage. Ich habe noch 26 Grad hier in meinem Zimmer, weil Dachschräge halt, ne? Gut, also willkommen auf YouTube zu meinem einer weiteren Folge meines Single Let's Plays. Heute wollen wir zwei Updates mal gucken, ob die funktionieren für meine Mods, weil die teste ich dann eine Woche und dann kommen die nächste Woche live. Und wir wollen ein bisschen weitermachen mit der Ernte. So. Und ja, jetzt stelle ich mir mal einen Timer hier. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Downloads, die ich bisher, die ich so bekommen habe. Warum vielen, vielen Dank? Ich halte es hier mal kurz in die Kamera. Mit dem, was ich für die Downloads an Geld eingenommen habe, ich habe ja mal gesagt, ich will damit eigentlich nichts verdienen, ich will nur, dass meine Kosten gedeckt sind, habe ich jetzt ein Stream Deck. Was bedeutet, dass ich mein Handy ganz weit weglegen kann und mit diesem Stream Deck den Stream steuern kann. Und somit habe ich das Geld, was ich an euch, zum einen über die Downloads, zum anderen über die Twitch-Subscriptions, über die Scripts, über die, wie hießen die komischen Dinger nochmal, die Punkte da eben, ne? Und so, was ich da verdient habe, habe ich quasi wieder investiert, um euch ein noch besseres Stream-Erlebnis zu geben. So. Das ist das, was jetzt quasi im Moment so was Neues gibt. Ansonsten ja, die neue Hardware. Ja, es liegt am Speicher, Arbeitsspeicher kaputt. Neuer Speicher hat der Händler bestellt. Insofern alles schön schick. So, natürlich, ne, Freitagabend haben wir jetzt. Schauen wir jetzt erstmal, was wir so haben. Dr. Bobo, danke für 100 Bits, ne? Willkommen in Ihren Fan. Ich finde das immer noch geil. So, hier haben wir jetzt erstmal natürlich so ein paar Fahrzeuge, die wir wieder anmachen können. Ich habe hier auf Feld 9 das Gras gewendet, weil ich gar kein Heu im Lager habe, ne? Also Gras habe ich, Heu habe ich keins. Silage habe ich hier noch ein bisschen was stehen. Insofern haben wir da auch noch genug. Deswegen machen wir ein bisschen Heu. So, hier, dann haben wir hier. Das müssen wir natürlich als erstes machen, damit das nachher Feld 10, Kursladen, Gras. Erster Weg zum Start. Damit wir nachher auch genug, damit die alle schön arbeiten eben, ne? So, also hier brauchen wir jetzt erstmal noch nicht zu fahren und zu laden. Lass ihn erstmal ein bisschen was fahren. Hier ist unser letztes Grasfeld noch zu säen. Das ist die 20. Gras. Go. So, wo ich jetzt persönlich dran bin, ist hier quasi, ich ernte gerade auf Feld 16 selbst und habe hier perfekte Bedingungen, ne? Also pH-Wert perfekt, Stickstoff perfekt, Raps, das ist das, was ich gerade mache. Ich habe so zum Abschluss meines letzten Tages habe ich hier noch ein bisschen, abgebunkert und wie wir hier an hier sehen wir auch noch mal die alte Unterlegekarte, die ändert sich ja, da kommen mehr gelbe Bereiche dazu, aber prinzipiell sehen wir hier, ne, das Gras können wir auslassen. Ich habe gerade erst angefangen mit der Ernte, andere Felder sind noch nicht reif.
Ziel für den Umzug, den ich dann, wenn es zeitlich hinhaut, auch im Livestream zeige. Ansonsten werde ich aber auf jeden Fall YouTube-Folgen dafür aufnehmen, ne? Weil mein Umzug läuft anders als der von Fett. Mein Umzug wird laufen, indem ich alle Produktionen von Hand neu platziere, weil ich dabei die Gelegenheit nutzen will, meinen Hof umzugestalten. Warum will ich das? Naja, fangen wir damit an, ne? Hier vorne habe ich mein Lager und das mündet quasi in der Heutrocknung. Ich habe Tierställe auf meinem Haupthof stehen. Ich habe Gewächshäuser, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Ich habe hier noch einen Kuhstall, den ich nicht mehr brauche. Deswegen heißt er ja Kuhstall alt. Ich habe aber auch noch einen, im Moment nur einen Schweinestall, der hier eigentlich gar nicht hingehört. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Test des ersten Mod-Updates für den Info-Hut. Ihr kennt ja meinen Info-Hut, wenn ihr hier unten rechts seht, ne? Nahrung 73.000 von 85.000. Und wie ihr jetzt oben links seht, Schweinestall, Stroh, alles verbraucht. Er hat kein Stroh. Ja, das ist blöd. Ja, ist wirklich blöd. Genauso wie er hier. So. Aber ich habe ja neue gebaut. Hier unten. Und auch hier habe ich. Ne, hier habe ich ja Stroh. Hier habe ich Stroh drin und hier habe ich einen Misthaufen. Ich habe also zwei Stück gesetzt und dazwischen einen Misthaufen, um sicher zu gehen, dass die auch connected sind. Seht ihr jetzt die neueste Information aus dem Info-Hut? Nämlich unten rechts steht verbunden mit Kuhstall 3, Kuhstall 4. Das ist Kuhstall 4, das ist Kuhstall 3. Hier zwischen steht auch einer und hier steht jetzt verbunden mit Kuhstall 1 und Kuhstall 2. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir diese so gesetzt haben, dass sie mit beiden connected sind. Und schon passt das. Deswegen habe ich diesen einen Kuhstall hier etwas versetzt, weil er nämlich, ne, ich habe jetzt hier nämlich 34.000 drin und hier hinten habe ich mehr drin. Denn der hier hinten, ne, mit 67.000, denn der hier hinten war direkt mit beiden verbunden und der hier vorne nicht. Das ist eine Neuerung im Produktionen Info hat. Nabend Banconetti. Display wird blockiert. Warum? Oh. Sollten wir vielleicht doch was einsammeln. So, nicht wundern, dass ich hier noch zwei Grasballen drauf habe und einen Strohballen. Der Strohballen kommt daher, weil noch Reste drin waren und die zwei Grasballen, die hier drauf liegen, die lagen da vorne in den Büschen in den Ecken. Die habe ich quasi zwischendurch mal aufgehoben. Ja. Und das zweite ist die Umstellung des Production Info Huts, die wir jetzt noch nicht so wirklich sehen können, weil alles ist versorgt. So, getestet habe ich diese natürlich in einem anderen Singleplayer-Spielstand. Modde ich viel. Gute Frage. Zu viel eigentlich. Ich habe. Ich pack hier mal einen Link rein.
So. Ja, es könnte sein. Ich habe mal einen Link reingepackt. Das sind meine Mods, die ich auf Forbidden Mods veröffentlicht habe, weil nicht alles ist im Mod Hub. Aber da kannst du mal sehen, welche Mods direkt von mir sind. Und jeder Autoloader, der Ballen und Paletten kann, beruht auf meinen Skripten. Jedes Ballen, jedes Lager, das Ballen oder ziemlich laut, oder? Das ist nur für mich so. Jedes Lager, das auf Ballen oder Paletten auslagert, geht auf mich zurück. Jede Werkstatt, die automatisch repariert. Ne, jede Waschstraße geht auf meine Skripte zurück. Also, wenn es um Mods geht, die Skripte benötigen, bin ich aktuell, sagen wir mal, vorn dabei. Aber das nicht, weil ich euch eine Freude machen will, sondern weil ich es für mich selber haben wollte und Freude habe dran, es zu teilen. Ah, Manko Nettina, die seit gestern Abend sind keine Abstürze mehr aufgetreten. Anscheinend ist der Arbeitsspeicher defekt. Ist ein G-Skill DDR5. EXP3 kompatibler Arbeitsspeicher. Steht auch auf der Kompatibilitätsliste des Mainboards und des Prozessors, aber er scheint nicht so ganz zu funktionieren. Ich habe da gestern dann mit meinem Händler telefoniert, der meinte, der hat mir dann geholfen am Telefon, meinen Speicher runter zu skalieren, dass er nur noch so schnell ist wie DDR4, damit die Fehler nicht mehr auftreten. Er hat neuen Speicher bestellt, der sollte nächste Woche kommen. Und dann kriege ich nächste Woche den neuen Arbeitsspeicher und dann sollte sich das erledigt haben. Bisher sieht es so aus, als würden alle diese Abbrüche auf diesen Arbeitsspeicherfehler zurückliegen. So, ich würde sagen, hier sind wir fertig. Fahren wir mal zur Tanke. Ja, ich bin auf den RAM gekommen, weil irgendjemand im Chat sagte, das kenne ich, das war bei mir damals der RAM. Daraufhin habe ich beim nächsten Absturz einfach gestartet im BIOS-Modus des BIOS. Ich habe ja so ein, alle meine Komponenten sind von Asus ROG, ne? Das ist Religion of Gamers oder sowas ähnliches, ne? Und also alles Gamer-Komponenten, die ja von der Qualität her schon was besser sind. Und ja, ROG Strix, wie das so ist. Republic of Gamers, danke, Braven. Und die ja von der Qualität eben eher schon mal was besser sind. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Braven. Kannst du noch mit jemandem, der eine ganze Flasche Alkoholintus hat, nicht machen. Dieses Video wird dafür sorgen, dass ich niemals Partner bei YouTube werde, ne? Naja, auf jeden Fall alles super, alles spitze. Und ich krieg das demnächst. So, hier siehst du einen meiner Mods. Wer hat da gerade nachgefragt? Butzel. Das ist meine Werkstatt, die automatisch Wäscht, repariert und ja, tanken kann man hier auch noch. Und schon wieder ist das Gewächshaus mit den Tomaten voll. Hier fehlt einer.
Gehäuse ist eine gute Frage. Wie hieß denn das komische Gehäuse, was ich hier habe? Weil das ist ja auch nicht von Asus Strix ROG, weil... haben die ja nicht. Nein, ich habe ein Lian LI Dynamic XL, ist aber ROG Certified. So ein Glasfenster-Ding. Ja, sieht schick aus. So viel Platz hatte ich noch nie im Gehäuse, aber das liegt an der Wasserkühlung. Habe mich ja jahrelang gegen Wasserkühlung gewehrt, aber jetzt, ne? So. Ich habe im Moment das Speicherintervall noch auf 5 Minuten stehen. Einfach noch aus Vorsicht, ne? So. Gewächshaus 1 Tomaten. Auslagern. So, dann kann der jetzt erstmal auslagern. Und warum steht er hier? Ach ja, die Bäckerei. Die Schreinerei lasse ich durchlaufen, weil die nehme ich nicht mit ins neue Safe Game. Die Bäckerei wird aber weiterhin beliefert. Deswegen kriegt die Bäckerei, braucht die Bäckerei Zucker. Zucker. Hier haben wir also 143 Zucker. Auslagern. Und dann nehmen wir die Melasse auch gleich mit, weil das passt alles auf einen LKW. Pack, pack, pack. So, und während der jetzt hier ist. Ja, also ich war eigentlich immer skeptisch gegenüber einer Wasserkühlung, aber jetzt mittlerweile. Ja, Braven, das klingt doch super. Und ich bringe dir alles durcheinander, weil da ich jetzt das mit dem hier oben fertig habe, mit dem theoretisch zumindest, wenn keine Fehler auftreten, mit dem Production Info hat, basierend auf dem Revamp, wenn Mix und Boost vorhanden sind. Kann ich mich theoretisch als nächstes wieder um wie ist das komische Zeug noch? Ach ja, Holzauslager kümmern. Gut, wir sind am Wochenende bei Schwiegereltern in Ostfriesland. Wie sehr ich da zum Spielen oder zum Modden komme, weiß ich nicht. Deswegen bin ich unsicher, ob ich am kommenden Montag bereits umziehen werde. Wieder blockiert. Junge, du gehst mir jetzt aber auf den Sack hier, ne? Meinen Info hat, bringst du garantiert nicht durcheinander. Dann hau ich es dir aufs Maul. Das müssen wir mal ganz klar sagen hier. Info hat. Willkommen in Ihren Fan. Okay, der war schon am Ende. Also Braven, ich habe deine Ankündigung, also deine Info ja im Partnerchat gelesen und da war jetzt nichts, was mich irgendwie ins Wanken bringt. Ach, du hast noch nichts, du willst mich nur ins Wanken bringen. Ja, gut, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Das kann ich dir, Butzel, gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass die Basis von diesem Fendt ist der Fendt von Marcel, glaube ich, heißt er. Den findest du auf meiner Modliste. Allerdings, der wurde nochmal modifiziert. Also zum Beispiel mit diesen Logos hinten. Ich weiß allerdings nicht wirklich genau, wie viel von dem, was da gemacht worden ist, speziell in der Version für das Fat Action Team quasi noch geändert wurde und wie viel da Standard ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Original-Modder vergessen hat, die Pflegebereifung auch als Pflegebereifung zu markieren. Und das habe ich natürlich korrigiert. So, na, also optisch ist es Pflegebereifung, aber es ist keine Pflegebereifung auf dem Feld. Naja, Sauerländer, also ich mache mit dem Stream Deck wahrscheinlich wesentlich weniger als du machst. Kann man die nicht hier reinbringen? Gut. Geben wir sie halt hier rein. Mal ganz kurz. Gewächshaus 1 war hier hinten. Also was ich jetzt im Moment auf dem Stream Deck sehe, ist Mikrofon ein aus, Desktop Sound ein aus, Kamera, da kann ich mal kurz zeigen hier, Kamera ein aus, ne? Ich kann den Stream starten, ich kann das Video starten, ich kann dieses Credit Roll Ding hier, ne? Stream ist zu Ende, das kann ich starten. Und ich habe einen kleinen Timer drauf für 30 Minuten, das mich daran erinnert, ey, die Folge ist zu lang. Das ist das, was ich im Moment auf dem Streamback habe. So, sind wir denn jetzt hier fertig? Ich würde sagen, auf Feld 9 sind wir fertig. So, auf Feld 10 wird aktuell noch gesammelt. Deswegen fahren wir ihn jetzt hier Willkommen in ohne den. Cosplay nur zu Feld 10. Ja, das wird mir aber nichts bringen, die darüber zu steuern, weil dann gehe ich erst runter ins Bad, benutze das Bad, komme wieder zurück und drücke dann auf den Knopf. Wie sinnig ist das denn? Braven, unterstell ihm doch nicht immer Sachen, die so nicht sind. Großladengras. So. Dann schicken wir ihn hier natürlich auch nach Feld 10, weil da soll er ja gleich sammeln. So, er hier ist aber auf Feld 10. Er hier noch unterwegs und er ist auch noch nicht an den äußeren Bahnen, braucht also noch ein bisschen was. Wie schnell fährt er denn hier eigentlich? Ja, das ist ein bisschen langsamer wie das sonst, ne?
Was wir aber jetzt brauchen, ist, wir müssen balzen. Haben wir hier noch irgendwo ein Fend rumstehen? Hier sind die mit Pflegebereifung. Oh, gut, dann. Weil, was machen wir nach dem Ernten von Gras? Ups. Wir müssen mit der Grünlandwalze drüber, ne? Ja, jetzt ist es raus. Aktuell weiß ich gar nicht, wohin ich zuerst fahren soll. So viel zu tun und bald wird's dunkel. So, hier haben wir die Möbelfabrik. Das ist die, die beim Umzug nicht wieder aufgebaut wird, weil sie bringt einfach nichts aktuell. Da ist sie, die Grünlandwalze. So, da wir Feld 9 ja neue Randkurse eingefahren haben, haben wir natürlich noch keinen Kurs für Feld 10, für Feld 9. Deswegen fahren wir jetzt mal nach Feld 9. So, jetzt will ich schon wieder speichern, ne? So, er hier ist getankt und repariert und kann parken fahren, braucht man nicht mehr. So. Er steht noch hier. Ist okay. Die beiden warten noch drauf, dass der da fertig wird. Ist auch okay. So, wir brauchen Nahrung am Kuhstall Nummer 1. Da kann man ihn ganz gut für benutzen. Ich überlege gerade, irgendwie sieht das aus, als wäre ich im Video ziemlich hell. Dabei habe ich da gar nichts eingestellt von Helligkeit. Kuhfutter. So. BGA Nord braucht Gülle. Schauen wir mal, ob wir irgendwo was Gülle abzweigen können. Gülle wird zum einen produziert hier. Ja, würde ich sagen, zwei Ladungen Gülle aus dem Klärwerk. Gülle, zwei Ladungen. Wir könnten eigentlich mal ein Klärwerk anlegen, ne? Zack, plus Produktion, Klärwerk.
So, und dann schieben wir Klärwerk und Klärwerk eben ins Klärwerk. So, wir holen Klärwerk, Abholung, Gülle und das Ganze geht an die BGA Nord Gülle. 2 Stück. Go. So. Er hier ist fertig mit Laden. Stellen wir jetzt hier von Auslagern wieder auf Einlagern. Schalten den Autoload ab. Und bringen das Ganze, weil eigentlich wollten wir Zucker in die Bäckerei. So, ich danke auf YouTube fürs Reinschalten. Na, wir nähern uns schon wieder, ne, ist schon wieder mal Zeit vorbei. Es wird auch langsam dunkel. In der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen dreschen. Na, vielen Dank fürs Reinschalten. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und ich denke mal, bis nächste Woche habt ihr noch Zeit abzustimmen auf dem Community-Tab in YouTube. Ne? Schaut einfach mal rein. Bis dann und tschüss.